Aber hintersehen Sie mir jetzt das Parlamentsgebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg, also den französischen Sitz dieses Parlaments, was ja mehrere Sitze hat und immer wieder Diskussionsstoff ist. Es geht heute um ein ehrgeiziges Ziel in Sachen Klimaschutz für Europa, um eine Weichenstellung, die das Europäische Parlament vornehmen kann. Und die Frage, die dahinter steht, ist, stimmt die Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Das sind also Fragen, die heute in Straßburg gestellt werden. Und dort kann Antworten für uns einsammeln unser Europareporter Marc Steinhäuser, an den ich sehr gern abgebe. Vielen Dank, Ines Ahland, und damit willkommen und guten Morgen aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Hier, ja, tatsächlich geht es um was sehr Praktisches, um was sehr Konkretes an diesem Tag hier in Straßburg, um die Frage, mit welchen Autos fahren wir eigentlich noch ab dem Jahr 2035? Es ist die letzte, die allerletzte Entscheidung heute zur Frage, gibt es eigentlich noch Verbrennungsmotoren in der Europäischen Union, die zugelassen werden ab dem Jahr 2035? Und darüber diskutieren wir vorab hier bei Phoenix, und das mache ich nicht alleine, sondern mit Jens Giesecke, der hier ist für die CDU-CSU, verkehrspolitischer Sprecher. Guten Morgen, Herr Giesecke. Guten Morgen, Herr Steinhäuser. Und mit Michael Bloss für Bündnis 90 Die Grünen, klima- und industriepolitischer Sprecher. Herzlichen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Giesecke, haben Sie sich schon überlegt, wie Sie das machen ab 2035? Fahren Sie jetzt einfach Ihr Auto, bis es kaputt ist? Kaufen Sie sich jetzt noch einen neuen Verbrenner? Wie ist Ihr Plan? Die Frage ist, was 2035 ist. Es dürfen, wenn die Gesetzgebung heute so durchgeht, ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Und die Gefahr, die natürlich dann da ist, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher 2035 dann ihre Autos lange fahren. Der sogenannte Havanna-Effekt, den sollten wir politisch verhindern. Aber ich denke, im Jahr 2035 wird es einen guten Mix geben von Verbrennungsmotoren, auch Elektromotoren. Am Ende muss Politik es nicht entscheiden, sondern der Verbraucher. Havanna-Effekt deshalb, glaube ich, weil man dann fürchtet, dass die Autos in Deutschland und in der EU wie auf Kuba nur noch so Oldtimer-mäßig tuckern. Das heißt, aber Sie fahren Ihren Wagen dann jetzt erstmal bis zu Ende. Also es ist nachhaltig, einen Verbrenner über einen langen Zeitraum zu fahren. Das mache ich aktuell. Und ich glaube auch, zumindest die nächsten 10 Jahre ist das ein gutes Modell. Okay. Für 10 Jahre ein Tipp. Wie halten Sie es, Herr Bloss? Haben Sie überhaupt ein Auto als Grüner? Ich habe kein Auto, ich habe ein Share-Mobility-Abonnement, das heißt also, ich kann mir immer eins leihen, aber das ist ja wirklich nicht richtig, es wird keinen Havanna-Effekt geben, das war wegen Sanktionen, es gibt ja keine Sanktionen, wir sehen ehrlich gesagt das Gegenteil, wir sehen, dass jetzt mehr Leute jetzt schon Elektroautos kaufen, wir sehen, dass die Automobilhersteller viel ambitionierter sind als die Gesetzgebung, Mercedes-Benz sagt ab 2030 keine Verbrenner mehr, also 2035 ist schon ein sehr spätes Datum, auch unter Klimaaspekten, und die Realität ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher E-Mobilität wollen und schon viel früher einsteigen. Das, was Verbraucherinnen und Verbraucher wollen, hängt ja immer ein bisschen davon ab, wie ist der Weg zur Arbeit, wie kommt man dahin. Wenn Sie jetzt auf das schauen, was hier heute beschlossen wird, vielleicht gehen wir da noch mal kurz rein. 2035, kein Verbrenner mehr ohne Ausnahme, oder gibt es noch Ausnahmen dann? Also erstmal ist wichtig, also keine Neuzulassungen von Verbrenner. Das heißt also, diejenigen, die dann noch ein Verbrennerauto haben, die werden nicht enteignet. Zweitens, ja wirklich, es steht im Gesetz drin, am Auspuff gemessen darf kein CO2 mehr rauskommen. Das heißt, da sind auch keine E-Fuels dabei. Jetzt gibt es manche, ja zum Beispiel von der FDP, die sagen, ja, aber die E-Fuels bestehen weiter. Das stimmt nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es stimmt erstens nicht, weil diesen Satz, den die da immer referieren, der steht nicht im Gesetz. Zweitens stimmt es nicht, weil in diesem Satz drin steht, die Ausnahmen könnten gelten für alles, was nicht dieses Gesetz betrifft. Das sind dann vielleicht noch Rettungswagen, aber die PKWs, die große Zahl der PKWs, die Vans, da wird es keine Verbrenner mehr geben. Ich glaube, da stimmen wir sogar überein, die CDU und die Grünen, dass das Ende des Verbrenners bedeutet und keine E-Fuels mehr. Ich glaube, Sie stimmen deswegen dagegen, ich stimme deswegen dafür. Mhm. Haben wir das auch schon geklärt, wer heute wie abstimmt? Auf die synthetischen Kraftstoffe, diese E-Fuels, schauen wir gleich noch. Herr Giesecke, was jetzt diese Regelungen betrifft, auch die Herr Bloss gerade angesprochen hat, sind das genug Ausnahmen oder hätten Sie gerne mehr Ausnahmen?
Nein, ich glaube, wir brauchen keine Ausnahmen. Wir brauchen jetzt eine klare Regelung. Wir haben aber als EVP heute die Position, gegen das Trilogergebnis zu stimmen, weil wir denken, ein technologieoffener Ansatz, eine Möglichkeit, nicht die Politik schreibt etwas vor, sondern am Ende entscheidet die Industrie und der Verbraucher, was gekauft wird. Das ist bedeutend besser. Und natürlich kann man sagen, Elektromobilität funktioniert jetzt gerade. Nur zur Wahrheit gehört natürlich, dass bei der Elektromobilität die EU-Kommission von einem Strompreis von 4 Cent ausgegangen ist und wir durch jetzt Ukraine-Krise und Inflation natürlich auch viel höhere Strompreise haben. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass Elektromobilität auch viel teurer wird. Also am Ende muss es einen Wettbewerb geben zwischen den verschiedenen Transportmodi. Und ich bin dagegen aus grundsätzlichen Erwägungen, dass wir etwas verbieten. Ich glaube an die Marktwirtschaft, an die Kraft der Ingenieurskunst. Und am Ende ist ein wesentlicher Punkt, den hat Herr Bloss gerade angesprochen, wir werden im Jahr 2035 über 200 Millionen Bestandsfahrzeuge haben. Warum sollten die nicht auch mit CO2-neutralen Kraftstoffen betankt werden können? Da sollten wir keine Einschränkungen machen. Bei den Bestandsfahrzeugen würden Sie gerne Ausnahmen haben? Genau. Und ich würde natürlich auch gerne einen etwas breiteren technologieneutralen Ansatz haben und nur eine Reduktion von 90%. Ich glaube, dass die Kommission, die heute neue Vorschläge machen wird bei den schweren Nutzfahrzeugen, da geht es schon in die Richtung. Also halten wir noch mal fest, heute die Entscheidung, da geht es um Pkw und kleinere Nutzfahrzeuge. Genau. Die Frage der Lkw, die ist noch offen, wie die EU damit umgehen wird. Herr Bloss, wenn Sie das hören, auch was die CDU Ihnen da vorhält, sind Sie technologiefeindlich? Ich finde Technologieoffenheit eine gute Sache. Ich bin aber nicht, also wir sollten aber nicht das Steuergeld einfach so ausgeben für Dinge, die ineffizient sind und deshalb keinen Sinn machen. Da muss man einfach aufpassen. Und wenn man sich eben anschaut, die E-Fuels, die sind, also sozusagen, man kann mit einer Windkraftanlage kann man 1600 E-Fahrzeuge betreiben und 250 E-Fuel-Fahrzeuge. Es ist einfach unglaublich ineffizient. Warum sollten wir jetzt das fördern, was extrem teuer sein wird in der Zukunft, während die Elektromobilität günstig sein wird? Da muss man auch verantwortungsvoll mit dem Steuergeld umgehen. Das entscheidende Kriterium wird aber für Sie sein, da kommt kein CO2 mehr aus dem Auspuff raus. Die Gesamtbilanz auch der Produktion zum Beispiel eines E-Fahrzeugs, wo ja auch CO2 entstehen kann, das betrachten Sie dann dabei nicht? Doch, natürlich. Wir wollen ja klimaneutral werden und zwar so schnell wie möglich. Und das bedeutet, dass wir die gesamte Industrie dekarbonisieren wollen. Das geht vom grünen klimaneutralen Stahl bis hin zum grünen erneuerbaren Energien, Strom, die dann sozusagen diese Werke betreiben. Also natürlich muss die ganze Produktionskette klimaneutral werden. Aber eben auch das Auto im Verkehrsbereich, da haben wir in den letzten 20 Jahren extrem viel verpasst. Die Klimabilanz des Verkehrsbereichs ist verheerend. Und da muss jetzt endlich mal was kommen. 2035 ist schon eigentlich zu spät für das, was wir für den Klimaschutz erreichen wollen. Gut, dass es jetzt kommt. Worauf ich hoffe, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger viel schneller die E-Fahrzeuge annehmen, als dass das die Gesetzgebung es vorschreibt. Also man hofft darauf, dass die Bürger von alleine umsteigen. Herr Giesecke, braucht es dann diese Entscheidung heute, diese finale Verbrenner-Aus-Deadline für 2035 wirklich? Oder würden Sie sagen, gibt es auch andere Möglichkeiten, die Klimaziele, die wir ja auch verabschiedet haben, die ja auch verbindlich beschlossen sind innerhalb der EU, die Klimaziele anders zu erreichen? Also ich glaube, dass wir einen festen Rahmen setzen sollten als Politik und Vorgaben machen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber dann die Industrie Möglichkeit hat, umzusetzen, wie das passiert. Und insofern ist dieses Verbrennerverbot heute nicht notwendig, sondern eine Überregulierung. Weil am Ende, wenn der Verbraucher die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen guten Produkten zu entscheiden, dann kann das die Klimaneutralität auch garantieren. Insofern ist heute der Ansatz, ein Verbot zu machen, wirklich überflüssig. Die CDU-CSU-Gruppe ist überhaupt nicht gegen Elektromobilität, sondern wir sind dafür, dass der Markt das entscheidet und am Ende der Verbraucher. Das ist unsere Position. Dann werden die Klimaziele weiter gerissen? Nein, die werden nicht gerissen. Wir haben ja auch andere Instrumente zum Dekarbonisieren. Gerissen. Wir haben zum Beispiel den Emissionshandel, da haben die Grünen dagegen gekämpft. Wir sind dafür, dass auch im Verkehr der Emissionshandel eingeführt wird, ein marktwirtschaftliches Instrument. Und das ist doch der Anreiz über Innovation und nicht über Verbote. Diese Verbotsrhetorik ist immer sehr interessant. Aber am Ende ist es ja nicht nur eine Frage, wie regulieren wir CO2 Pkw, sondern es hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation
in Europa. Wir werden möglicherweise im Bereich der Verbrennungstechnologien über 600.000 Arbeitsplätze verlieren. Und das sind natürlich auch Fragen, die wir uns stellen müssen. Ist das wirklich notwendig? Diese Elektrifizierung mag ja auch für Europa eine Lösung sein, aber sie wird ganz sicher nicht global ein Exportschlager. Und insofern, wenn der Verbrennungsmotor eine Zukunft hat, dann hat er sie, aber eben nicht in Europa. Und das ist aus der Perspektive, dass wir über 5 Jahrzehnte sehr erfolgreich bei der Verbrennungstechnologie waren, eine bittere Entscheidung heute, dass wir diesem Verbrenner die rote Karte zeigen. Herr Bloss, ist es denn wirklich dann sinnvoll, selbst wenn man sagt, man muss die Klimaziele einhalten, wenn Sie hören, was Herr Giesecke hier schildert, Audi und Mercedes und BMW in Deutschland zu verbieten, den Verbrenner zu bauen und damit deutschen Konzernen sozusagen vorzuschreiben, was in Deutschland noch verkauft wird, während andere Konzerne in den USA, in China und in Japan aber diese Verbrenner weiter mit großen Absatzzahlen produzieren? Also erstens, die Automobilkonzerne machen das schon von ganz alleine und früher, als es das Gesetz vorschreibt. Zweitens, am Wochenende habe ich den Spiegel gelesen. Das war eine wunderbare Szene, wird dort geschildert von Klaus Töpfer, CDU. Früherer Umweltminister. Früherer Umweltminister, der sagt da auf der Klimakonferenz der CDU, dass er wahrscheinlich nicht mehr zu dieser Partei passt. Denn als er Umweltminister war, da hat er alles ohne Preisschild und mit Regulierungen, mit Ordnungspolitik gemacht. So kann man auch Umweltpolitik machen, die ist zum Teil sogar günstiger. Deswegen finde ich, das ist jetzt wichtig, ist auch wichtig, dass wir eine Klarheit haben für den Automobilstandort Europa, dass es jetzt in diese Richtung geht. Wir waren als Automobilstandort weit im Hintertreffen bei der Batterietechnologie, da sind wir nicht mitgekommen, da muss jetzt die ganze Energie reingehen. Und wenn wir das schaffen, ja, dann bleibt dieser Automobilstandort Europa bestehen und dann sichern wir die Arbeitsplätze. Detroit ist ja nicht deswegen irgendwie kaputt gegangen, weil dort der Verbrennermotor verboten worden ist, sondern weil sie einfach nicht mehr innovativ waren, weil sie nicht mehr an der Weltspitze waren. Und das müssen wir jetzt wieder schaffen. Und diese Abstimmung heute, da geht es darum, den Automobilstandort für die Zukunft zu sichern. Das heißt, Sie haben keine Sorgen vor den Arbeitsplatzverlusten? Nein, andersrum ist es doch der Fall. Wir müssen jetzt diese Modernisierung in der Automobilindustrie vorantreiben, damit wir weiterhin ganz vorne in der Weltspitze sind, damit wir weiterhin die besten, die modernsten Autos bauen, die reichweitenstärksten Batterien. Das sichert Arbeitsplätze. Wenn man in der Vergangenheit bleibt, wie Herr Giesecke das möchte, dann werden diese Arbeitsplätze verloren gehen. Ich glaube, er ist nicht überzeugt, wenn ich ihn richtig deute. Also in der Theorie klingt das sehr gut, Herr Kollege Ploss. Nur der Punkt ist doch folgender. Uns werden jetzt viele Arbeitsplätze versprochen, auch im Bereich der Elektromobilität. Und wir sind ja auch dafür, dass Elektromobilität auch eine Zukunft in Europa hat. Nur schauen wir uns doch mal die Wirklichkeit an. Ich komme aus Niedersachsen. Und Volkswagen wird ganz klar in All Electric gehen. Nur die Frage Wertschöpfung und Batteriezellproduktion. Der CEO von Volkswagen hat im November letzten Jahres erklärt, der ideale Standort für eine Batteriezellproduktion ist aus meiner Perspektive leider nicht Emden, Osnabrück oder Wolfsburg, sondern ist Kanada. Weil die Batteriezellproduktion dann nach Kanada geht oder jetzt durch die amerikanische Subventionspolitik, durch den Inflation Reduction Act, gehen diese Batteriezellproduktionen nach Amerika. Das heißt, diese Zukunftsarbeitsplätze, die Sie hier haben, werden in anderen Teilen entstehen und nicht in Europa. Und das ist ein strukturelles Problem. Auf der einen Seite Ausverkauf Verbrennungstechnologie, auf der anderen Seite neue gute Jobs, die ich auch gerne in Europa hätte. Die sind dann leider in Kanada oder in Amerika. Und das ist wirklich ein Problem, in das wir da hineinlaufen. Wollen Sie noch kurz reagieren, Herr Bloss? Ja, natürlich sind die nur in Kanada und Amerika, wenn wir jetzt nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und der große Vorteil von Europa ist eben die Innovationskraft, sind die guten Ingenieurinnen und Ingenieure, die etwas herstellen können. Und auf diese Modernisierung, da setze ich drauf. Das verbieten Sie ja. Und wenn Herr Giesecke an der Verbrennungstechnologie festhalten will, dann ist das eben genau das Rezept, damit hier keine Arbeitsplätze mehr bestehen, weil das ist einfach eine Technologie der Vergangenheit. Es ist in gewisser Weise ein Blick in die Glaskugel. Er warnt, Sie beschwichtigen, was die Arbeitsplatzverluste betrifft. Vielleicht, also Blick in die Glaskugel. Ich finde ja, wenn man sich anschaut, wohin die Märkte einfach gehen. Ja, Mercedes macht das jetzt ja nicht, weil die irgendwie gute Menschen sind und das Klima schützen wollen, sondern die Märkte bewegen sich alle in Richtung Elektromobilität. Und wenn Europa da nicht ganz vorne mit dabei ist, dann wird es hier einfach nicht mehr produziert werden. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Klarheit und dafür stimmen wir heute ab.
eine Klarheit, über die Sie heute abstimmen. Allerdings wird es kleinere Ausnahmen geben. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, zum Beispiel für Feuerwehrfahrzeuge, für Krankenwagen sind auch weiter Verbrenner möglich. Auch im Bereich dieser synthetischen Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, die zumindest im Gesamtzyklus ja klimaneutral sind, auch wenn sie CO2-Ausstoß haben. Die FDP, mit denen die Grünen ja auch regieren, in der Ampel in Berlin, haben immer sehr darauf gedrungen, dass diese E-Fuels drinbleiben in der Rechnung. Jetzt sagen Sie, sie bleiben nicht drin in der Rechnung heute, sondern mit der Entscheidung heute hier in Straßburg sind auch die E-Fuels weg. Setzen Sie gerade eigentlich hier in Straßburg den Koalitionspartner in der Ampel vor die Tür? Nein, überhaupt nicht. Wir setzen genau das um, was auch im Koalitionsvertrag steht. Da steht drin, dass wir die Fit for 55, den Green Deal der Kommission unterstützen. Und die Kommission hat das genau so vorgeschlagen. Also von daher ist es genau das, was wir miteinander vereinbart haben. Und auf die E-Fuels zurückzukommen, die E-Fuels werden immer viel, viel teurer sein als die Elektromobilität. Deswegen macht es auch einfach Sinn, jetzt auf die Elektromobilität zu setzen. Wir wollen ja nicht, dass die Mobilität in der Zukunft teuer ist. Wir wollen, dass sie für alle erschwinglich ist. Und dafür setzen wir jetzt die Leitlinien. Sie setzen die Leitlinien, aber noch mal die Nachfrage. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte immer darauf bestanden, dass auch die E-Fuels geprüft werden, dass es eine Möglichkeit bleibt, die auch weiter in Verbrennern einzusetzen. Wenn Sie das heute ausschließen, stellen Sie sich hier auch gegen den deutschen Verkehrsminister. Ja, das ist richtig. Wir stellen uns gegen diese Forderung, dass die E-Fuels hier weiterhin eine Zukunft haben im Pkw-Verkehr. Das ist aber auch gut so und das ist richtig. Und da ist die FDP eben auf dem falschen Dampfer. Sie muss in Richtung E-Mobilität gehen. Und wir sind ja nicht als Regierungskoalition immer eine Meinung, sondern wir sind aus unterschiedlichen Parteien. Und da haben wir uns jetzt durchgesetzt. Die Grünen haben sich durchgesetzt. Herr Giesecke, ist das jetzt eine Niederlage für die Ampelkoalition in Berlin, die Sie hier aus Straßburg so empfinden? Weil Herr Wissing hat ja bisher immer darauf bestanden, dass das noch geht. Also ich hätte mir gewünscht, dass die FDP erfolgreicher ist. Man hat sich ja auch in Deutschland gefeiert für diesen rechtlich unverbindlichen Erwägungsgrund, so heißt der technisch, für die E-Fuels. Aber das ist eben nicht mehr als ein Prüfauftrag an die Kommission. In der Substanz, wenn wir heute Mittag, was ich nicht hoffe, das Verbrennerverbot bestätigen, dann hat Herr Kollege Bloss recht, dass wir keine Anrechnungsmöglichkeiten für E-Fuels haben. Das heißt, Frau Lemke als Umweltministerin hat sich durchgesetzt. Es gibt einen anderen Koalitionsvertrag, aber der wird offensichtlich dann an dieser Stelle sehr grün interpretiert. Grün interpretiert und die FDP hat da was, was sie vielleicht schlucken muss als Kröte. Rechnen Sie denn damit, dass es da in Deutschland Ausnahmen dann auch geben wird mit E-Fuels? Oder ist das auch so, wie Herr Bloss sagt, sehen Sie das im Prinzip genauso wie die Grünen, dass das damit vom Tisch ist, mehr oder weniger? Also bei der Flottenregulierung ist es so, wir haben nun eine Regulierung, die europaweit gilt. Und da sind für weitere Ausnahmen, bis auf jetzt Spezialfahrzeuge, die sind genannt worden, so Krankenwagen, Feuerwehrwagen und so, sind da keine Ausnahmen vorgesehen. Insofern gilt das dann für alle Fahrzeuge ohne weitere Ausnahmen. Das gilt für alle Fahrzeuge ohne weitere Ausnahmen, sagt Jens Giesecke. Da zumindest sind Sie sich einig, Grüne und Schwarze hier beim Europatalk bei Phoenix. Herzlichen Dank, Jens Giesecke. Geht los. Herzlichen Dank, Michael Bloss, hier in diesem Gespräch bei uns an diesem Morgen live aus Straßburg. Und das EU-Parlament, das diskutiert jetzt und zwar über diese Emissionsnormen, diese CO2-Emissionsnormen für Pkw und kleinere Nutzfahrzeuge. Es ist die letzte, die allerletzte Abstimmung in dieser Frage. Gibt es noch Verbrenner in der EU, die neu zugelassen werden ab 2035? Wir zeigen Ihnen jetzt hier live die Debatte. Zwischenzeitlich hat auch der Ministerrat dieser Vereinbarung zugestimmt. Für das Europäische Parlament waren von besonderer Bedeutung. Ich meine, dass sie auch im Trilog berücksichtigt wurden. Für das Europäische Parlament ist wichtig, dass die Klimaziele von Paris erreicht werden. Ebenso die Ziele des europäischen Green Deal. Der Straßenverkehr leistet immer noch einen erheblichen Beitrag zu den CO2-Emissionen und dieser Betrag steigt. Das Europäische Parlament bleibt deshalb bei der Zielsetzung 2035 nur noch Neuwagen auf dem europäischen Markt zuzulassen, die kein CO2 emittieren. Hier denkt man zum Beispiel an elektrisch angetriebene oder mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge. Das Europäische Parlament
denkt natürlich auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Anstieg der Preis der fossilen Brennstoffe führt zu einer höheren Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das bedeutet also eine höhere Belastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Schaffung einer bezahlbaren Alternative ist deshalb sehr wichtig. Bereits jetzt sind die Betriebskosten eines Elektrofahrzeuges niedriger als die eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Der Nachdruck auf Investitionen und Entwicklung wird jetzt gelegt auf emissionsfreie Fahrzeuge. Wir hoffen, dass auch der Anschaffungspreis dieser Fahrzeuge sinkt und recht bald auch ein Markt für Gebrauchtfahrzeuge entsteht. In jedem Jahr legt die Europäische Kommission einen Fortschrittsbericht vor, um zu zeigen, wie der Übergang im Automobilsektor gestaltet wird. Erforderlichenfalls muss die EU investieren in die Umschulung und Fortbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Umbau von Strukturen und natürlich auch in die Verfügbarkeit der erforderlichen Rohstoffe für den Übergang. Dieses neue Gesetz bedeutet einen neuen Anstoß für eine Entwicklung, die auf dem Markt bereits begonnen hat. Verbraucherinnen und Verbraucher können bezahlbarerweise ihre individuelle Mobilität benutzen. Wir schaffen Arbeitsplätze und Investitionssicherheit. Es handelt sich um eine wichtige Klimamaßnahme und unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Drittländern sinkt. Danke sehr. Vielen Dank dem Berichterstatter Jan Huitema. Jetzt bekommt das Wort für die Kommission Vizepräsident Frans Timmermans. Danke, Frau Präsidentin. Ich beginne zunächst einmal mit einem Kompliment, einem ernst gemeinten Kompliment an Jan Huitema und seine Schattenberichterstatterinnen und Schattenberichterstatter, welche doch im Parlament es geschafft haben, einen Ausgleich herzuführen zwischen Interessen der Industrie, des Klimas und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist eine gute Arbeit, dafür mein Kompliment. Viel kann ich eigentlich gar nicht mehr hinzufügen. Das sind die Argumente für diesen Vorschlag. Aber ich wollte noch ein paar Punkte hervorheben. Erstens, es ist ja bereits gesagt worden, wir möchten, dass die Menschen die Mobilität sich leisten können, aber sie soll auch sauber sein. Und deshalb brauchen wir elektrische Mobilität, insbesondere für Pkw. Und das muss so schnell wie möglich auch verfügbar sein. Das muss auch dann ganz klar sein, dann, wofür man sich entscheiden kann. Und ganz nebenbei, ich glaube, die Automobilindustrie in Europa hat da auch eine ganz klare Entscheidung bereits getroffen. Man ist da schon einen weiten Weg gegangen in den letzten 3-4 Jahren und hat verstanden, wohin die globale Automobilindustrie steuert. Ja, also klar, die Betriebskosten von elektrischen Autos sind bereits niedriger als die von Verbrennern. Und innerhalb von Jahren ist es jetzt auch so, dass der Erwerb eines elektrischen Autos billiger sein wird als der eines Verbrenners. Also das ist sicherlich dann auch etwas, was die Entscheidung der Verbraucher einfacher gestalten wird. Und das ist ein wichtiges Argument für diesen Legislativvorschlag. Das zweite Argument, das ich noch einmal hier hervorheben wollte. Manchmal übersieht man das nämlich ein bisschen. Schauen Sie sich doch mal an, wie es mit der Wettbewerbsfähigkeit weltweit aussieht. Wir sind sehr stolz darauf, dass die europäische Automobilindustrie die beste, die innovativste weltweit ist. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein, diesen Vorteil auch beizubehalten, dass man auch weiter Autos produziert, die auch dementsprechend oder vielleicht darüber hinausgehen, was andernorts produziert wird. Zwischen letzten Jahr und Ende dieses Jahres wird es so sein, dass China 80 Modelle elektrischer Autos auf den internationalen Markt bringen wird. Das sind gute Autos. Autos, die erschwinglich sind, immer mehr. Und da müssen wir mithalten. Wir dürfen da diese zentrale Industrie, wir dürfen sie nicht aufgeben. Wir müssen da dann auch investieren, um die Industrie zu verwandeln und dazu zu führen, dass diese elektrischen Autos wirklich auch weltweit zur Verfügung stehen. Und auch die Ladeinfrastruktur muss natürlich ausgeweitet werden. Dafür setzt sich die Kommission ein. Das ist ganz klar. Und das ist ja auch für das Europäische Parlament wichtig. Und das Allerwichtigste überhaupt eigentlich ist, dass wir unsere Arbeiter, Arbeitnehmer qualifizieren und fortbilden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft der Automobilindustrie. Wir brauchen nicht weniger Menschen, wir brauchen Menschen, die andere Qualifikationen mitbringen. Das ist ganz
Wichtig, ich beharre darauf, denn die industrielle Revolution, die passiert, ob uns das gefällt oder nicht. Wir können jetzt entscheiden, dafür ein Bit zu machen oder das so zu machen, dass das sozial verträglich ist mit unseren Werten, oder wir überlassen es den anderen und dann hängen wir uns da halt hinten an und deindustrialisieren. Wir müssen unsere Industrie neu aufbauen auf Grundlage der Zukunft. Die Automobilindustrie kann hier führend mit dabei sein, wenn sie für diesen Vorschlag heute stimmen. Danke. Danke dem Vizepräsidenten Timmermans. Jetzt für den Ausschuss Tran. Herr Sprecherin Karima Delli, bitte sehr. Herr Kommissar, liebe Kollegen, wir sind jetzt mit viel Arbeit und Intelligenz. Ja, da haben wir eine historische Einigung erzielt. Eine Einigung, die das Auto und das Klima betreffen. Immerhin, das ist etwas, denn normalerweise sind es eher verfeindete Brüder. Und diese Einigung ist eine Übergangseinigung. Es sollen null schadstofffreie Autos die bisherigen Verbrennermotorautos ersetzen. Es ist ein ökologischer Wandel. Keine große Revolution, aber wenn es um Arbeitsplätze geht. Aber mit einem intelligenten Zeitplan konnten wir mit der Industrie die letzten Verbrennermotoren nach und nach abschaffen. Und das Zeichen für die Industrie ist, man kann es gar nicht klarer sagen, man muss sich jetzt bewegen, denn 2035 ist es dann vorbei. Ich erinnere daran, die Autos, ein Viertel der Emissionen in der EU, die leichten Nutzfahrzeuge, sie machen 10% der Emissionen im alten Kontinent aus. Also keine Wahl, die Automobilindustrie muss ihren Teil übernehmen, um im Jahre 2050 klimaneutral zu werden. Aber dann muss man aber die Automobilindustrie, wenn sie mitmacht, begleiten, also null Emission Fahrpark haben. Die Verbraucher sind ja die Ersten, die die neuen Autos dann kaufen müssten. Leasinginstrumente sollten wir einsetzen, um wasserstoffbetriebene und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu fördern. Wir sollten Anreize schaffen, damit E-Autos nicht teurer sind als Verbrennermotorautos. Aber, lieber Herr Kommissar, ich sehe es zu oft. Also SUVs, Elektro-SUVs, diese sind sehr teuer, 40.000 Euro. Und das Gleiche gilt auch für Lastwagen. Irgendwann muss sich das Parlament damit befassen. Denn die Kommission wird ja für die Lastwagen bald ihren Vorschlag vorlegen. Als Vorsitzende des Verkehrsausschusses beteilige ich mich gerne und mit Freude an diesem Markt, an diesem Weg, dass wir jetzt eine neue Seite aufschlagen in der Union. Und wir sollten auch in den nächsten Monaten den politischen Mut aufbringen und das Nötige für das Klima machen. Das ist das, was die Wissenschaftler von uns fordern. Unsere Verantwortung für die nächsten Generationen. Deswegen müssen wir handeln. Danke. Vielen Dank, Kollegin Delli. Jetzt für die Fraktionen, für die EVP-Fraktion, Jens Gieseke, bitte sehr. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident Timmermans, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute können wir Sie noch nehmen, die letzte Ausfahrt vor dem endgültigen Verbrennerverbot ab 2035. Heute haben wir die letzte Chance, diesen technologiefeindlichen Holzweg zu verlassen, den Grüne, Sozialdemokraten und Liberale eingeschlagen haben. Sie sind es, die hier eine Wette eingehen wollen und dabei alles auf eine Karte setzen. Dabei gibt es doch ganz klare Argumente gegen diesen Irrsinn. Für die notwendige Emissionsreduzierung im Verkehrssektor brauchen wir Innovationen und Platz für kluge Ideen. Doch das Verbrennerverbot begrenzt diese so dringend notwendige Freiheit. Unser Vorschlag ist da besser: einen klaren, strikten Rahmen setzen und anschließend den Markt entscheiden lassen, welche Technologien es für die Zielerreichung braucht. Außerdem vergällt das Verbot die aktuelle Lage. Preisvorteile für die Endkunden war in den Verhandlungen das Lieblingsargument von Sozialdemokraten und Grünen. Aber die aktuelle Realität ist eine andere. Hohe Strompreise, Inflation und auslaufende Kaufprämien. Alle Berechnungen zu Preisvorteilen sind nichtig. Und schließlich allein in Deutschland.
arbeiten 600.000 Menschen an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Ihre Jobs sind nun gefährdet. Wir sehen nun schon die ersten Konsequenzen. Das Versprechen von Liberalen, Grünen und Sozialdemokraten, neue Jobs werden entstehen. Batteriezellproduktion geht häufig nach Kanada oder nach Amerika. Und einige in der Europäischen Kommission, meine Damen und Herren, hätten am liebsten munter weitergemacht. Sie wollten das Aus des Verbrenners bei Lkw und Bussen. Auch dort kein Raum für Innovationen, kein Wettbewerb der besten Ideen, stattdessen erneut Verbote, als hätte man nichts gelernt. Nun scheint man aber auf den letzten Metern zur Vernunft gekommen zu sein. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist auch ein Erfolg derer, die sich bisher gegen diese Verbotspolitik gestellt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, setzen Sie heute noch einmal ein deutliches Zeichen und stimmen Sie gegen diese Trilog-Einigung. Vielen Dank. Soweit Jens Giesecke für die CDU-CSU, der darauf hingewiesen hat, dass es heute um die PKW geht. Die LKW-Entscheidung, die gibt es noch nicht. Für die Fraktion S&D, Abgeordnete Sarah Serdas. Frau Präsidentin, Vizepräsident, Kolleginnen und Kollegen, diese Emissionen bedeuten 25% der CO2-Emissionen in Europa. Diese Pkw und leichten Nutzfahrzeuge leisten etwa 70% dieser Mengen. Unsere Verpflichtung auf Gesundheit und Umwelt wird ganz klar. Ein Viertel der Todesfälle weltweit sind zurückzuführen auf Umweltprobleme. 10% der Krebsfälle in Europa sind zurückzuführen auf die Luftverschmutzung. Ein Anstieg der Temperatur um 1 Grad bedeutet einen Anstieg von 2% der Gefahr kardiovaskulärer Erkrankungen bei den Menschen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wie die Rechte das gerne sagt. Nein, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen das Klimapaket schützen, damit es gerecht und ehrgeizig wird und wirklich alle abdeckt. Und genau das haben wir jetzt erreicht, damit die EU ein Bereich wird, in dem man die Luft wieder atmen kann. Ab 2035 können nur noch Elektrofahrzeuge verkauft werden. Dies wird natürlich den Markt verändern. Da müssen wir die Preise senken, da müssen wir neue technische Entwicklungen unterstützen und wir müssen auch dafür sorgen, dass es einen Gebrauchtfahrzeugsmarkt gibt. Das wird Auswirkungen haben auf KMU und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb brauchen wir Instrumente zur Überwachung der Situation, damit wir rechtzeitig angemessen reagieren können auf diese Herausforderungen, damit es ein gerechter Übergang wird, der keinen im Stich lässt. Kolleginnen und Kollegen, dies waren schwierige Verhandlungen, wie ja gehört wurde. Aber die Industrie hat auch das Signal abgegeben, dass sie vorbereitet ist. Jetzt muss die EU die Verantwortung für ihre Emissionen übernehmen und international eine Führungsrolle zum Klimawandel übernehmen. Ab 2035 werden alle Neufahrzeuge in der Europäischen Union Null-Emissionsfahrzeuge sein. Dies ist ein Vorbild für die ganze Welt. Und diese Gesetzgebung hat das Klima und das Pariser Abkommen in den Mittelpunkt gestellt. Dies ist beispielloser Fortschritt für den Planeten und alle seine Bewohnerinnen und Bewohner. Mein Dank an Jan und alle Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer, dass wir diese Einigung mit Rat und Kommission erzielt haben. Ein besonderer Dank an Ganna und Juliana. Danke, Kollegin Serres. Da Kollege Canfin für Renew gerade nicht dort ist, spricht Kollege Eickhout für die Grünen. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich konnte jetzt nicht alles mitverfolgen, aber dennoch kann ich jetzt, glaube ich, das Wort ergreifen. Ich danke ganz herzlich. Glückwunsch an den Berichterstatter Jan Huitema für diese ausgezeichnete Arbeit. Ja, natürlich ging das aus von einem Vorschlag der Kommission und ich weiß auch, das war schon auch ein großer Kampf in der Kommission, das überhaupt sozusagen entstehen zu lassen. Aber dann denke ich, haben die Institutionen wirklich gut daran gearbeitet, um hier wirklich etwas zu leisten. Und es ist eine ganz wichtige
Arbeit ein wichtiges Dossier, um die Klimaneutralität zu erreichen. Ich möchte noch mal daran erinnern, liebe Kollegen, die sich beschweren. 2020 haben alle gesagt, ja, der Klimanotstand. 2021 haben alle gesagt, wir brauchen ein Klimagesetz. Klimaneutralität wird verankert in unserem Recht. Und jetzt haben wir aber das erste Gesetz überhaupt, das erste, bei dem wir wirklich jetzt an einem Sektor arbeiten, einem Sektor, der innovativ ist, der sich bewegt, der den Übergang vollzieht zu elektrischen Autos. Und wir können jetzt hier ein Gesetz ausarbeiten, das ihnen hilft, Klarheit gibt, Klarheit für den Markt, für die Lieferkette. Das ist der richtige Weg und da wird Europa führend sein, statt hinterher zu hinken. Weil, liebe Kollegen, in Kalifornien geht man auch in Richtung Null-Emissionsautos, ganz klar, 100%, in China auch. Wenn wir weiterführend sein wollen bei der Automobilindustrie, dann müssen wir auch Klarheit schaffen. Das ist ein ganz, ganz klares, wichtiges Zeichen, das wir den Märkten geben müssen. Und die jetzt klagen für die Industrie, die lassen sie aber letztendlich dann hinterherhinken. Denn wenn man das tut und nicht mal zu den 100% geht, das unterminiert doch nur die Innovation, die wir erreichen wollen und auch anziehen wollen. Darum geht es heute. Und genau deshalb, wir Grüne haben ja schon immer gezeigt, dass Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Klimaaktion Hand in Hand gehen. Deshalb finden wir diesen Vorschlag wirklich toll und sind stolz darauf. Aber dennoch möchte ich ja einen Wermutstropfen beigeben. Also das ist ja auch ein Kampf, den wir brauchen für die LKWs. Die LKWs müssen auch emissionsfrei werden, wenn wir die Klimaneutralität ernst nehmen wollen. Die LKWs, das ist immer noch ein schwieriger Sektor. Also auch, wenn man das noch vergleicht mit Flugzeugen und Schiffen. Also ich hoffe, dass das, was ich so höre, falsch ist, dass die Kommission nicht die 2040 100% emissionsfreie Ziele vorschlagen wird, nicht 90%. Ich hoffe, das ist falsch, was ich höre. Also das hier bei den Autos zeigt ja, dass wir etwas erreichen können. Also bitte, Kommission, kommen Sie an Bord. Wir möchten die Innovation, die Klimaneutralität wirklich umsetzen. Herzlichen Dank. Die einen fordern schon bei Lkw diese Schritte auch zu gehen, die anderen sorgen sich um die sozialen Folgen dieser weitreichenden Verbrennerentscheidung heute hier in Straßburg. Frau Präsidentin, Herr Timmermans, werte Kollegen, es ist ganz einfach, es gibt keine emissionslose Fortbewegung. Das wissen selbst die E-Auto-Propagandisten unter uns. Die Emissionen von E-Autos werden nur verlagert, zum Beispiel in die Kohlekraftwerke, die nun vermehrt in Zukunft nicht nur bei Wind und oder Dunkelflaute einspringen müssen oder die bei der Produktion von Traktionsbatterien frei werden. Für eine einzige Batterie werden über 1000 Tonnen Abraum bewegt und bis zu 40 Tonnen CO2 freigesetzt, bevor das E-Auto auch nur einen einzigen Kilometer fährt. Weswegen die HerrInnen der grünsozialistischen Einheitsfront hier im EU-Parlament selbst gut vom Steuerzahler alimentiert, den Bürgern was erzählen vom Laufen und Fahrradfahren sei gesund. Verlagert werden auch Millionen Arbeitsplätze in Drittländer. Aber die Argumente sind längst ausgetauscht. Heute heißt es Farbe bekennen bei der Abstimmung. Und hoffen Sie nicht darauf, dass die wie sonst völlig unbemerkt von Bürgern und Wählern über die Bühne gehen wird. Insbesondere, liebe deutsche Kollegen von der CDU, CSU und FDP, Sie können, wie so oft, wieder mit den grün lackierten Wohlstandsvernichtern und Wirtschaftsbestattern stimmen oder jetzt endlich sozusagen auf den letzten Drücker gemeinsam mit uns für Technologieoffenheit, für individuelle Mobilität, für den Bürger und gegen ganz offensichtlichen grünen Schwachsinn abstimmen. Wir werden es heute Mittag herausfinden. Vielen Dank. Ein deftiges Statement der deutschen AfD-Politikerin Silvia Limmer. Sie hat hier die Entscheidung im Vorfeld stark kritisiert. Thank you, Mr. President. Thank you.
Danke, Frau Präsidentin. Danke, Herr Vizepräsident Timmermans. Als Unternehmer glaube ich wirklich, dass wir es dem Markt und den Unternehmen hätten überlassen müssen, um zu entscheiden, was die besten technologischen Lösungen sind, um das Problem zu lösen. Wir sind ja alle für eine Verringerung der Emissionen, selbstverständlich. Aber als EKR-Fraktion haben wir gewisse Probleme. Erstens Arbeitsplätze. Also wie viele Arbeitsplätze gehen dadurch verloren? Was tun Sie, angesichts dieses Problems etwas zu unternehmen? Und zweitens, und das ist noch wichtiger, die Abhängigkeit vom Ausland, vor allem von China, bei den Mikrochips, Lithium, Kobalt und so weiter. Und wenn wir jetzt über Umweltbelange sprechen, ja, zurück zu den Auspuffgasmessungen. Ich habe gesehen, in vielen Ländern, ja, da kann ich Ihnen sagen, dass die Konsequenzen für die Umwelt fürchterlich sind. Also das müssen wir uns auch anschauen. Also ich begrüße das, was Kommissar Breton wünscht, Folgenabschätzung im Jahre 2026, das schauen wir uns auch an. Und dann möchte ich Ihnen, Herr Vizepräsident, sagen, ich hoffe, das wird nicht auch den LKWs aufgezwungen werden, denn das ist ein anderes Problem. Also, ich komme zur Schlussfolgerung. Also warum nicht Boni geben, Förderungen, um diese aus dem Verkehr zu setzen? Das wäre besser, damit wir auf diese Art und Weise um 40% die Emissionen verringern können. Marktwirtschaftliche Argumente werden hier von der EVP ins Feld geführt. Die Konservativen, auch Teile der Liberalen und die Rechtskonservativen, die sind hier klar gegen diese Entscheidung. Herr Vorsitzender, heute sollen wir über neue Emissionsnormen CO2 abstimmen zu Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen bis 2035. Die Öffentlichkeit kennt dies unter der Abkürzung Verbot von Verbrennungsautos bis 2035. Ich möchte ein paar Worte zu dem ganzen Verhandlungsprozess sagen, den ich für unglücklich halte. Und umso unglücklicher ist dann das eigentliche Ergebnis. Vor allem seitens der tschechischen Ratspräsidentschaft wurde es so präsentiert, dass es sich um ein eigentliches oder um ein echtes Ende der Autos mit Verbrennungsmotoren nicht handelt, weil der Rat doch die Möglichkeit durchgesetzt hat, synthetische Treibstoffe zu verwenden. Es ist nicht so. Die einzige Erwähnung über synthetische Treibstoffe finden wir nur im einführenden Text, das heißt im unverbindlichen Teil des Textes. Weiter. Bei den Diskussionen mit der Kommission haben wir gehört, und ich glaube, Herr Kommissar hat es auch versprochen, dass wenn die neuen Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2035 eingestellt werden, lassen die Hersteller diese Autos auslaufen mit Emissionsnormen Euro 6, damit sie keine Mittel in die aussterbenden Technologien investieren müssen. Dies ist auch nicht passiert. Und die Kommission hat die Mitgliedstaaten, die es geglaubt haben, ausgetrickst. Und sie kam mit dem Vorschlag Euro 7. Das heißt, die neuen Autos mit Verbrennungsmotoren werden verteuert, weil neue Anforderungen gestellt werden, nicht nur auf Motoren, sondern auf Bremsen. Die Rolle der nützlichen Idioten spielte auch die tschechische Regierung, die dieses Verbot durchgesetzt hat, und das ging gegen die Versprechen im Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft. Und jetzt hat diese Regierung kapiert, dass in Kombination mit dem Vorschlag Euro 7 sie selbst freiwillig eine Industrie kaputt gemacht hat, die 10% des BIP in der Tschechischen Republik ausmacht. Der tschechische Verkehrsminister Kupka hat sich dann einen Monat nach Ende der Ratspräsidentschaft daran erinnert, dass die Tschechische Republik Euro 7 nicht genehmigen kann, aber jetzt ist es zu spät dafür. Freiwillig, unüberlegt werden wir keinen Konkurrenzvorteil haben, den wir bis jetzt hatten. Wir werden abhängig sein von den Rohstoffen und Batterien aus China und Afrika. Wir haben monatelang hier gehört, dass es ein Fehler war, auf fossile Brennstoffe aus Russland zu setzen. Und heute machen wir dasselbe, nur mit anderen Großmächten.
Die Batterieindustrie gibt es bei uns nicht. Außerdem liegt sie zurück hinter der chinesischen. Wir setzen auf Elektroautos, aber wie werden wir den Strom fertigen und um welchen Preis? Damit befasst sich hier keiner. Die Strompreise zerstören zurzeit die Haushalte in ganz Europa und so könnte ich weitermachen. Liebe Kollegen, ich möchte Sie also vor dem Hintergrund dieser Situation bitten. Überlegen Sie noch Ihre Abstimmung über neue Emissionsnormen CO2 von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Die Menschen und die Wirtschaft sind schon jetzt schlecht dran und dies könnte ein fataler Schritt sein. Ist das wirklich ein Weg, den die europäische Industrie einschlagen sollte? Wollen wir uns nicht selbst Stolperstein in den Weg legen? Ich bin nicht davon überzeugt und ich glaube, ich bin nicht die Einzige in diesem Saal. Danke. Danke, Abgeordnete Konietzschna. Jetzt für die Fraktionslosen Edina Todt, bitte. Tisztelt Elnökasszony, tisztelt Timmermans, biztos úr! Az előttünk fekvő javaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy 13 év múlva nem lehet majd. Dieser Vorschlag bedeutet in der Praxis, dass es in 13 Jahren nicht möglich sein wird, neue Benzin- oder Dieselgetriebene Fahrzeuge in der Europäischen Union auf den Markt zu bringen. Dies ist sehr knapp, denn derzeit wissen wir, dass es keine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt und die Stromerzeugung ist auch nicht CO2-frei. Wenn die Menschen mit niedrigerem Einkommen kein neues Auto kaufen können, dann wird das Durchschnittsalter der EU-Fahrzeugflotte ansteigen und auf den Straßen wird es mehr alte Hochemissionsfahrzeuge geben. Es muss anerkannt werden, dass im Verbrennungsmotor noch einiges Potenzial ist, zum Beispiel aufgrund der neuen synthetischen Treibstoffe. Die Kommission hat hier deshalb eine Aufgabe und ich hoffe, dass sie die erforderlichen Schritte schnellstmöglich ergreift. Denn ohne Alternativlösungen wird es nicht möglich sein, dieses Gesetz umzusetzen. Danke, Kollegin Todt. Dann kommen wir jetzt weiter zu den Fraktionen. Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Pascal Arimon. Sehr geehrter Vizepräsident der Kommission, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Vizepräsident, ich bin nicht Ihrer Meinung. Ich halte diese Entscheidung, den Verbrenner ab 2035 zu verbieten, für einen gewaltigen strategischen Fehler. Niemand bestreitet, dass das E-Auto in Zukunft eine wichtige und zentrale Rolle dabei spielen wird, unsere CO2-Emissionen in Europa zu senken. Aber jetzt schon alles auf ein einziges Pferd zu setzen, hat nichts mit strategischer Weitsicht zu tun, wie Sie das eben erklärt haben. Das grundsätzliche Ziel ist richtig. Eine langfristig klimaneutrale Mobilität in Europa müssen wir erreichen, um wichtige klimapolitische Ziele zu erreichen. Allerdings muss dies technologieneutral gestaltet werden und nicht so, dass nur eine einzige technische Lösung erlaubt wird, die von allen umgesetzt werden muss. Einen solchen Ansatz verfolgen wir sonst auch nicht. Beim Emissionshandel geht es beispielsweise darum, ein bestimmtes Ziel an CO2-Reduktion zu erreichen und dazu anzuspornen, es einzuhalten. Den Unternehmen werden der Weg und die Technik dorthin nicht vorgeschrieben. Weshalb machen wir es beim Auto genau andersrum? Eine solche Entscheidung tötet Innovation und sie ist auch dem Klimaschutz insgesamt nicht dienlich, denn dass bei der Entscheidung für das E-Auto komplett aus den Augen verloren wird, dass die CO2-Bilanz eben nicht vorteilhaft ist über den Strom bis zur Herstellung, das wird ausgeblendet und das ist ein Zeichen meiner Meinung nach von gewaltiger Doppelmoral. Auch hilft es nicht einfach zu ignorieren, dass wir uns in eine neue Abhängigkeit von China begeben. Die benötigten Rohstoffe und seltenen Erden werden nämlich dort veredelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Verbrenner hätte mit klimaneutralen E-Fuels zum Beispiel weiterhin eine Zukunft verdient. Vielleicht ist der Einsatz jetzt noch nicht rentabel, aber im Jahre 2030 womöglich schon und vielleicht auch wichtig für Flugzeuge, LKWs und Schiffe. Die EU-Kommission würgt jedenfalls jede europäische Innovation in diesem Bereich einfach ab. Andere Länder werden diese Lücke für sich zu nutzen wissen. Das halte ich weder für weitsichtig noch für klug, auch im Hinblick auf die vielen Arbeitsplätze. Heute wird in Köln darüber informiert, dass Ford dort Arbeitsplätze wegrationalisiert. Und dann habe ich noch nicht von der Reichweite, Ladeinfrastruktur, Straßen, Trassenproblematik oder anderen oder den hohen Anschaffungskosten gesprochen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen
E-Autos. Ich bin aber grundsätzlich dagegen, dass man mir verbietet, im Jahre 2035 in einem klimaneutralen Verbrenner. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Vielen Dank. Da waren sie wieder, die E-Fuels, die synthetischen Kraftstoffe, hier von dem belgischen Abgeordneten, der für die EVP argumentiert hat. Wenn Sie die Redezeit um eine halbe Minute überziehen, dann geht das zum Nachteil der anderen. Timo Wölken, bitte sehr. Frau Präsidentin, vielen Dank, sehr geehrter Herr Kommissar Timmermans. Wir entscheiden heute darüber, ob wir den Verbrennungsmotor in der Europäischen Union für Neuzulassung ab 2035 abschaffen. Und das ist richtig, dass wir diese Entscheidung gehen. Einerseits aus klimapolitischen Erwägungen, denn noch immer wird im Straßenverkehr viel zu viel Treibhausgas ausgestoßen. Andererseits aber auch aus industriepolitischen Erwägungen. Andere Teile der Welt, die USA zum Beispiel, investieren gerade massiv in grüne Technologien. Wenn wir als Europäerinnen und Europäer nicht den Anschluss verlieren wollen, brauchen wir jetzt Planungssicherheit für die Hersteller. Die Hersteller wollen diesen Weg gehen, sie brauchen den rechtssicheren Rahmen. Den schaffen wir. Wenn hier von der EVP gesagt wird, es geht um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann frage ich mich, warum versagen Sie den Kolleginnen und Kollegen die Planungssicherheit? Warum haben Sie in den Verhandlungen für weniger Geld bei den Transformationsfonds gestimmt? Und warum tun Sie so, als ob Sie sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessieren? Dabei geht es Ihnen nur um die Lobby für synthetische Kraftstoffe. Aber synthetische Kraftstoffe sind keine Lösung. Wir haben sie nicht, sie sind viel zu teuer und wir brauchen sie in anderen Sektoren und nicht im Straßenverkehr, wo wir direkt elektrifizieren können. Und ehrlicherweise wird erst gesagt, wir haben keine Ladeinfrastruktur, dann machen wir eine Regulierung für den Aufbau der Ladeinfrastruktur, dann wird gesagt, wir haben keine Rohstoffe, dann machen wir das Recycling für die Batterien. Sie erfinden ständig neue Argumente, sie verschließen die Augen vor der Realität. Und wenn wir so in den letzten Jahren Politik gemacht hätten, dann gäbe es keine Industrie mehr in der Europäischen Union. Und ein letzter Punkt. Der Weg in die Zukunft ist nicht der Blick zurück. Der Weg in die Zukunft ist tatsächlich der Blick auf das, was möglich ist. Und für die europäische Automobilindustrie ist das die Elektromobilität und auch der Einsatz von Wasserstoff. Und das vergessen Sie, das schließen wir ja nicht aus. Und synthetische Kraftstoffe basieren auch auf Wasserstoff. Sie sind nur viel ineffizienter. Sie sind schlicht und einfach keine Lösung. Und damit komme ich zum Schluss und hoffe, dass die Vernunft siegt und wir dem Trilogergebnis heute zustimmen werden. Vielen Dank. Das Trilogergebnis, das wird hier immer wieder genannt, das ist diese Gesetzgebung, die hier heute final entschieden werden soll. Da wurde ausgehandelt und das ist das Ergebnis, worüber die Parlamentarier hier heute abstimmen. Herr Kommissar, ja, das Beste schadet manchmal dem Guten, so sagen wir das auch auf Spanisch. Also das jetzt hier zu einer Vorschrift zu machen, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Die Industrie setzt sich ein für den Klimawandel die entsprechenden Veränderungen und man setzt sich ein für Innovation und so weiter und stellt sich der Herausforderung auch für die Ziele, die man sich gesetzt hat. Also, aber ich muss sagen, gut, das ist jetzt wirklich gut. Und deshalb möchte ich sagen, ja, dieser Wandel, der muss gemacht werden mit der Industrie, mit den Arbeitnehmern, mit der Fähigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen und auch mit Technologieneutralität für offene Entwicklungen. Und es ist wichtig, dass man auch die Stärken unterstützt, die wir in Europa haben, um weiterhin führend zu sein beim Wandel und auch für die Klimaneutralität. Das alle möchten wir ja alle. Und deshalb hoffe ich, dass einige dieser Inhalte in diesem Bericht behilflich sein werden, auch die Utopie mit der Realität in Einklang zu bringen. Also wir haben ja auch den Jahresbericht über den Fortschritt bei diesem Wandel und auch die soziale Entwicklung, technologische und wirtschaftliche. Es geht darum, dass man eben auch mit der Revisionsklausel Anpassungen vornimmt in Bezug auf die Ziele, die hier festgesetzt werden. Ja, das wird sicherlich weiterhin sehr ehrgeizig sein. Wir müssen das verbessern, was wir heute haben. Aber man müsste vielleicht auch pragmatischer sein. Ganz besonders, wenn im gleichen Jahr jetzt wir noch einen Vorschlag haben zu den Fonds, die uns dabei behilflich sein können bei diesem Wandel. Die Politik muss ja auch behilflich sein, voranzukommen, Dinge erreichen zu können, das Gute. Das führt zu Fortschritt. Aber jetzt große Schlagzeilen zu machen, das gehört eben auch zur Politik. Danke. Danke, Kollegin. Abgeordneter Michael Bloss, bitte. Ja, Michael Bloss für die Grünen, eben noch sehr im Phoenix-Europatag, jetzt am Rednerpult. Herzlichen Dank an Herrn ersten Vizepräsidenten der Kommission Timmermans, an diejenigen, die es möglich gemacht haben, dass wir heute dieses Ergebnis abstimmen. Wir beschließen endgültig das Ende des klimaschädlichen Verbrennermotors und das ist
gut für den Klimaschutz und das ist auch gut für die Wirtschaft. Wir schaffen damit nämlich Klarheit. Ab 2035 werden keine neuen Verbrenner zugelassen. Und die Autoindustrie und die Beschäftigten können sich auf diesen Wandel einstellen. Und das tun sie bereits. Die klimafreundliche E-Mobilität ist eben weltweit nicht mehr aufzuhalten. Und lassen Sie uns endlich einsteigen in diesen Wettbewerb. Bauen wir die reichweitenstärksten Batterien, die modernsten Autos in Europa und sichern damit die Arbeitsplätze und den Automobilstandort Europa für die Zukunft. Und im Verkehrssektor, da haben wir bisher immer die Klimaziele gerissen. Und das ist auch ein Ergebnis der Politik der Konservativen in den letzten 20 Jahren. Und sie versuchen es jetzt schon wieder im Verkehrsbereich nichts für den Klimaschutz zu tun. Und hoffentlich werden sie heute scheitern. Denn 2035 ist zwar gut für den Klimaschutz, aber es ist eigentlich noch viel zu spät. Und viele Automobilhersteller sind auch schon viel früher dabei beim Aussteigen. Lassen Sie mich noch etwas zum Thema E-Fuels sagen. Manche, der hier gesprochen hat, der irrlichtet herum in der Vergangenheit. Der ADAC, der ist wirklich keine grüne Vorfeldorganisation. Aber er rechnet vor, dass eine Windkraftanlage 160 E-Autos versorgen kann, aber nur 250 E-Fuel-Autos. E-Fuels sind ineffizient, sie werden immer teurer sein als E-Autos und sie haben keine Zukunft. Und deswegen schließen wir das hier auch ganz klar in diesem Gesetz aus, auch wenn manche andere etwas anderes behaupten. Mit dem Verbrenneraus ist klar, die Industrie stellt sich in Richtung E-Mobilität auf. Das ist die Garantie, dass sie bleibt. Die Erfolgsgeschichte der Industrie in Europa begründet sich nämlich nicht darauf, dass wir Verbrennermotoren bauen, sondern dass jeder und jede jeden Tag daran arbeitet, dass die Produkte besser werden. Der Erfindergeist, die Genauigkeit, die Verlässlichkeit, die Ingenieurskunst, das macht uns aus. Und damit sichern wir den Automobilstandort Europa für die Zukunft. Alles andere wäre Deindustrialisierungspolitik. Herzlichen Dank. Danke, Abgeordnete Bloss. Abgeordnete Aurelia Beigneux, bitte. Danke, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Dieser Bericht, Ende des Verbrennermotors 2050, das zeigt also wirklich, dass die europäischen Eliten und die Bürger absolut nicht miteinander in Kontakt sind. Also Logik, alles nur elektrisch. Das wird weder für den Verbraucher noch für die Umwelt gut sein. Neue Normen, besonders schwer für die Industrie, werden nicht das Klima retten. Das wissen Sie ganz gut. Ihre Doktrin, nämlich nur die Auspuffgasemissionen zu messen, das ist wirklich utopisch. Man will alles wirklich batteriebetrieben machen. Das ist natürlich gut für die Batterieindustrie. Nun, indem jetzt auch Kinderarbeit eingesetzt wird, aus diesen Ländern wollen sie diese beziehen oder fürchterliche gesundheitliche Umstände. Also es ist wirklich eklig. Sie wollen aus den Städten in die dritte Welt die Verschmutzung verlagern. Jetzt wollen sie Wasserstoff, Synthese, Kraftstoffe und sie wollen vor allem die Industrie als den schwarzen Peter für den Wandel dann herbeiziehen. Danke. Danke, Abgeordnete. Von den französischen Rechten von Rassemblement National war das Aurelia Beigneux. Meine Damen und Herren, das, was hier auf dem Tisch vor uns liegt, ist wahrscheinlich eine der dümmsten Lösungen, die wir in diesem Mandat besprochen haben. Ich habe nichts gegen Elektroautos. In den Städten sind die sinnvoll, sie sind zwar sehr teuer, aber reiche junge Menschen lieben sie. Die sind sehr schnell nämlich. Aber wenn wir nur auf eine einzige Lösung setzen, dann erschaffen wir ein Monopol. Und ein Monopol geht immer gegen Freiheit und Prosperität. Wir werden den mittleren Schicht wirklich sehr viel Geld wegnehmen. Und wir helfen dadurch nur China. Die sind, was Batterien und Software anbelangt, viel weiter. Wir sind nicht so weit wie China. In Bayern auf der Autobahn hat man nicht mal Internet. Also ich bin dagegen. Ich bin dafür, dass wir eine Chance der technologischen Neutralität geben, dass wir eine Chance den synthetischen Kraftstoffen geben. Und dadurch ermöglichen wir eine Konkurrenz. Nur die Konkurrenz ist imstande, Innovationen sicherzustellen. Und auch die Freiheit der Menschen. Dankeschön.
Dann haben wir jetzt, eine blaue Karte von Abgeordneter Sara Cerdas. Kollege Vondra, blaue Karte. Kollege Vondra. Es gibt eine blaue Karte der Kollegin Cerda. Kollegin Cerda wird dann. Ja, offenbar hier eine kurzfristige Intervention. So. Meine Frage an den Kollegen. Haben Sie sich den Vorschlag überhaupt angeschaut, was wir ausgehandelt haben? Also wir haben ja Null Emissionen bis 2035, ab 2035 vorgesehen. Und das bedeutet auch Technologieneutralität. Und wir haben nicht nur Null-Emissionsfahrzeuge, die elektrisch sind, sondern auch andere Techniken können verwendet werden. Nein, es ging darum, dass die synthetischen Treibstoffe nicht zugelassen werden. Das wurde dann abgelehnt. Das steht jetzt nur im Erwägungsgrund. Und der Erwägungsgrund ist nicht rechtsverbindlich. Das sind ja nur fromme Wünsche. Wir wollten die Technologieneutralität im Text einschließlich synthetische Brennstoffe im Textkorpus und das wurde abgelehnt. Ja, genau diese Kontroverse, da sollte die FDP jetzt mal genau hinhören, denn das ist der Knackpunkt dieser Entscheidung hier. Wir hatten das Versprechen, dass Euro 7 dann auch gemacht wird. Okay. Diese Nachfrage hat insofern hier für ein bisschen Klarheit gesorgt. Danke, dass wir jetzt so. Denn es geht darum, wo können diese synthetischen Kraftstoffe noch eingesetzt werden. Und es ist tatsächlich nur noch in Ausnahmefällen, die nicht von dieser Regelung betroffen sind. Wir als Linke wollen natürlich auch, dass der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren 2035 ausläuft. Das ist eine richtige, eine wichtige, eine gute Entscheidung. Aber ganz ehrlich, die Zwischenziele könnten durchaus ambitionierter sein. Und was mir überhaupt nicht passt und wir unglaubwürdig finden, ist, dass ausgerechnet Luxuskarren à la Königsegg mit einem Verkaufswert bis zu über 1 Million Euro ausgenommen sind, de facto alle unter 1.000 Stück zahlen und gänzlich und bis zu 10.000 bis zu 2035. Es ist gerade so, als würde deren Auspuff statt Abgase Golddukaten furzen. Nein, das finden wir nicht gut. Das finden wir nicht gut. Das lehnen wir ab und halten wir für eine Politik der Oberen. Und ja, bei LKWs brauchen wir jetzt eine Lösung. Und wir dürfen die Zeit nicht verstreichen lassen. Wir brauchen klare Signale. Und noch etwas. Emissionen im Verkehrssektor senken wir nicht allein durch Antriebswende. Nein, es bedarf auf einer Mobilitätswende. Investitionen in batteriebetriebene Autos, in den ÖPNV, in den Schienenverkehr, polyzentrische Stadtplanung. Ein anderes Verständnis von Verkehrspolitik und Landesplanung, das ist es, was wir brauchen. Und im Übrigen, weniger Autos hieße auch weniger Bedarf an kritischen Rohstoffen, weniger Abhängigkeiten der EU und deutlich mehr Lebensqualität. Vielen Dank. Man sieht auch, wie weit hier die Ansichten auseinandergehen zwischen Linken, Grünen und Sozialdemokraten auf der einen und konservativen Rechtskonservativen und Liberalen auf der anderen Seite. Die neue Regelung der CO2-Emissionen für die Pkw und leichten Nutzfahrzeuge, dies ist eine radikale Wende im Interesse der Gesundheit der Menschen. Ich sehe die Situation in der Lombardei und in Piemont, die mit am stärksten verschmutzten Gebiete Europas. Wir sind wohlhabend, aber wir können nicht atmen. 15.000 Menschen sind 2020 gestorben, zu jung gestorben, infolge der Luftverschmutzung. 80.000 Menschen sterben jedes Jahr am Smog. Aber damit diese Entwicklung eine nachhaltige Entwicklung wird, müssen wir Anreize für den öffentlichen Verkehr schaffen. Unsere Straßen sind voll mit Lastkraftwagen, die Waren nach ganz Europa fahren.
Wir müssen unsere kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen, die gesamte Lieferkette. Unsere Politik muss eine koordinierte Politik werden, welche auch die Steuertragfähigkeit unserer Länder berücksichtigt. Danke, Abgeordnete Danzi. Massimo Salin, bitte. Danke, Frau Präsidentin. Guten Morgen, Herr Vizepräsident. Ich bin überzeugt, dass wir auch diese Herausforderung gewinnen werden. Wir haben eine komplexe Situation in Europa, aber die Prüfung dieser Einigung, die sich aus dem Trilog ergeben hat, zeigt doch, dass das Hauptproblem hier bei der Umwelt liegt. Wenn wir sehen, was außerhalb Europas passiert, dann kann es doch nicht sein, dass Länder wie zum Beispiel China, wo die elektrische Mobilität besonders gefördert sind, dass das genau die Länder sind, in denen der Strom nicht nachhaltig erzeugt wird. In Europa haben wir das Entwicklungsmodell, wo wir uns auf einen Energiemix festlegen, um alle möglichen Lösungen zu nutzen. Da haben wir die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Das heißt, unser Strommix ist doch gut, den sollte man nicht vernichten. Und man sollte auch sprachlich besser aufpassen. Man spricht hier von Null-Emissionsfahrzeugen. Naja, dann können wir ja auch die Kernkraftwerke als Null-Emissionskraftwerke bezeichnen. Das Problem für die Industrie kommt dann danach. Wir haben zunächst einmal die Frage der Umwelt, wo nicht genug getan wird. Und ich gebe auch denen recht, die hier auf der Linken im Plenarsaal nicht dafür stimmen werden. Denn wir haben die Frage einer typischen europäischen Diskussion und eines Konflikts zwischen Umwelt und Entwicklung. Danke. Danke, Herr Kollege Salini. Jetzt Mohamed Shahin, bitte sehr. Wie kennt das Automerk Stanley noch? Wer kennt noch die Automarke Stanley? In der Kinderanimationsserie Cars gibt es noch Stanley Stimmer. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dort ein erfolgreiches Auto gebaut. Mit Dampfantrieb, mit Dampfmaschinenantrieb. Das war damals gut bezahlbar. Damals baute Stanley mehr Autos als jeder andere US-Hersteller. Das sind doch interessante Parallelen. Um gegen den Verbrennungsmotor vorzugehen, verbreitete zunächst einmal Stanley eine Angstkampagne. Es hieß, der Verbrennungsmotor ist unsicher, der explodiert. Das kommt uns doch bekannt vor. Genau die Verleumdungskampagne haben wir jetzt gegen den Elektroantrieb. 1924 musste Stanley komplett dicht machen, weil Stanley gegen die Konkurrenz des Verbrennungsmotors nicht bestehen konnte. Und wir wissen, dass es auch jetzt für den Verbrennungsmotor schwierig wird, wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Elektromotor ist im Betrieb bereits preisgünstiger und der Kaufpreis sinkt. Wir haben eine klare Konkurrenzsituation. Wenn wir dem Automobilsektor in die Zukunft helfen wollen, damit er wettbewerbsfähig bleibt, müssen wir jetzt dieses Gesetz verabschieden, also für dieses Gesetz stimmen. Wir machen dies, um unsere Klimaziele zu erreichen, Verbesserung der Luftqualität, aber eben auch, damit sich in Europa der Fall Stanley nicht wiederholt. Lieber Kollege, blaue Karte. Excuse me, there's a blue card for you, so please can you stay for a moment. Hallo, es gibt eine blaue Karte, bitte am Pult bleiben. Das Wort bekommt Radan Kanyev. Eine halbe Minute. Danke, Frau Vorsitzende. Danke dem Kollegen Shahin für diese klare Botschaft und das schöne Beispiel. Ich hätte aber noch eine wichtige Frage. Sie lieferten das Beispiel der Dampfmaschine im Pkw. Einige Jahre gab es das tatsächlich und dann gab es das nicht mehr.
Vor gut 100 Jahren hörte diese Produktion auf. Und meine Frage ist jetzt, wurde die Dampfmaschine damals verboten im Automobilbetrieb? Ich glaube nicht. Ja, mein Problem ist hier, dass ich versuche, hier Argumente zu finden. Manchen sind die Klimaargumente klar. Anderen versuche ich zu argumentieren mit Wirtschaftsargumenten. Wir sehen, was jetzt in Amerika passiert. Unterstützung der Elektrofahrzeuge. Wie viele asiatische Marken bringen Technik nach Europa, die uns meilenweit voraus ist? Ja, wenn ich das sehe, dann frage ich mich, ob es bei uns schnell genug geht. Haben wir überhaupt noch eine Chance, diesen Sektor in Europa zu behalten? Und das geht, indem man einen klaren Rahmen definiert, und den definieren wir heute. Sehr unterschiedliche Sichtweisen. Allerdings gehen hier auch viele Konservative davon aus, dass diese Verbrenner-Ausentscheidung heute kommen dürfte. Es spricht dann Michael Wiesig, bitte. Danke für das Wort. Vielen herzlichen Dank. Das Ziel der Verminderung der Emissionen im Straßenverkehr, das ist ein großes Plus für den Klimawandel, dessen Klimabekämpfung. Aber es hilft uns auch, unsere Gesundheit zu schützen, die Luft und so weiter. Und glauben Sie mir, in der Slowakei werden die meisten Autos pro Kopf produziert. Und für uns ist es ein großer und überhaupt nicht einfacher Wandel. Von Anfang an war ich dafür, damit wir die Umschulung der Arbeitnehmer in diesem Bereich finanzieren können. Und ich bin sehr froh, dass diese Forderung auch in dem Finaltext steht. Ich hoffe, dass es sich nicht nur um eine grüne Transition handelt, sondern auch um eine gerechte. Die Batterien, deren Produktion muss robust gehalten werden, ohne abhängig zu sein von Drittländern. Es ist sehr wichtig, damit die Normen im Bereich von Umweltschutz auch in diesem Sektor eingehalten werden. Keine Ausnahmen, keine Klimabeschädigung, keine Umweltbeschädigung. Das ist der Grundsatz der Gerechtigkeit. Danke. Ja, Sie sehen jetzt hier, dass wir gleichzeitig einen Blick werfen nach Brüssel von Straßburg. Dort wird sich die NATO-Kontaktgruppe treffen und dort werden wir auch hingehen, sobald dort der US-Verteidigungsminister steht. Das deutsche Stück von, ein deutsches Stück von Schiller sagte, die Zukunft kommt langsam, die Gegenwart fliegt vorbei und die Vergangenheit bleibt immer. Und ich glaube, hier im Haus steht die Vergangenheit still. Diese Woche stimmen wir aber ab über einen Deal, der dazu führen wird, dass wir der erste regionale Block werden, der bis 2025 die Verbrenner verbieten will, die Produktion. Das ist Klimaaktion, aber hier geht es auch um sauberere Luft in den Städten. Also Elektrizität ist ja die sauberste Energiequelle für den Verkehr, für Autos, aber auch für LKWs und Busse. Und ich hoffe, dass wir da genauso ehrgeizig sein werden bei ähnlichen Gesetzen, die noch kommen werden für diese Fahrzeuge. Also das ist wirklich etwas Wichtiges für den Straßenverkehr. Wir müssen so etwas auch für Schiffe und Flugzeuge noch haben. Aber wenn wir das jetzt voranbringen für die Straßen, dann ist schon für die Menschen da viel gewonnen, was die Luftqualität anbelangt und so weiter. Wir müssen diesen Wandel begleiten mit massiven Investitionen in öffentlichen Nahverkehr und auch entsprechende Reiseaspekte. Es geht nicht darum, dass wir einfach alle Autos ersetzen durch E-Autos. Also ich freue mich schon auf die Verbesserung dieses Gesetzes. Das ist wirklich eine ganz tiefgreifende Veränderung für unseren Straßenverkehrssektor. Herzlichen Dank. Brüssel treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Sie sehen es links im Bild. Wir gehen nach Brüssel, sobald dort das Ereignis beginnt. So lange bleiben wir aber definitiv im Parlament. Als die Sowjetunion kollabierte, war die ganze Welt erleichtert, dass man den Kommunismus losgeworden war. Dann hat der Coronavirus neue Probleme gebracht. Die halbe Welt stürzt sich jetzt in ein neues Problem, nämlich das Problem des Klimawandels. Angegriffen werden jetzt die Verbrennungsmotoren.
Und wir sehen einfach, welch großen Schaden wir hier zu befürchten haben für die gesamte Volkswirtschaft Europas. Das ist nicht nur eine Frage der Probleme der Menschen, die Autos benutzen. Wir haben jetzt den Elektroautowahn. Wir werden sehen, dass über die Lebensdauer da sehr viel mehr emittiert wird, als gesagt wird. Wir brauchen eine bessere Entwicklung bei den Verbrennungsmotoren. Wir stellen jetzt fest, dass andere Verkehrswege sehr viel weniger Emissionen bringen. Dann jetzt als nächstes Abgeordnete Anna Zalewska. Pani przewodnicząca, panie wiceprzewodniczący, koleżanki i koledzy. To rozporządzenie to gwałt na prywatność i własność. Dies ist ein Angriff, eine Attacke an privaten Besitz, an den freien Markt. To zwyczajny greenwashing. Das wird dazu führen, dass die Energiekrise sich verschlimmert. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass Batterien voller Lithium sind, teuer, eine Umweltkatastrophe. Und die CO2-Emissionen, zum Beispiel um eine Tonne Lithium zu fördern. Das sind viele, viele Tonnen. Nach dem Skandal in der S&D-Fraktion, nach dem Skandal in der Fraktion der Grünen, das ist das, was sich abzeichnet, appelliere ich an das Präsidium des Parlaments, sich diese Verordnung anzuschauen, um zu sehen, wer dahinter steckt, wer wem was bezahlt hat, um die Wirtschaft in Europa zu zerstören. Danke. Danke, Kollegin Zalewska. Abgeordnete Marina Mesur, ja, hier sind weiterhin Redebeiträge zum Verbrenner aus. In Brüssel sammeln sich langsam die Mitglieder der NATO-Kontaktgruppe zu einem Treffen zur Ukraine. Wir werden dort gleich hingehen. Des Verkaufs von Verbrennungsmotorfahrzeugen ab 2035 ist auf den ersten Blick ja eine gute Lösung. Wir haben hier die besondere Rolle der Verbrennungsmotoren für die Klimaerwärmung und wir haben die Belastung durch die Umweltverschmutzung, gerade die Luftverschmutzung. Aber es ist ein ehrgeiziges Ziel. Wir brauchen aber auch eine gute Planung. Man versucht hier einen 100% elektrobetriebenen Kraftfahrzeugpark anzutreiben. Aber diese Fahrzeuge sind sehr teuer. Das heißt, die Menschen werden eher Verbrennungsmotor-Gebrauchtfahrzeuge kaufen statt neue Elektrofahrzeuge. Das ist eine besondere Belastung auch durch den Herstellungsprozess. Lithium führt zu einer erheblichen Umweltbelastung. Lithium und Kobalt sind in Europa auch gar nicht verfügbar. Wir müssen uns dann aus anderen Kontinenten beliefern lassen. Und dann haben wir chinesische Elektrofahrzeuge, die auf den Markt kommen. 5% sind es derzeit Marktanteil, in 5 Jahren sollen es 20% sein. Das hat Auswirkungen auf unsere Automobilindustrie, wo Fabriken geschlossen werden, in denen 13 Millionen Europäerinnen und Europäer arbeiten. Außerdem steigt dadurch natürlich der Strombedarf. Wir haben die Liberalisierung des Stromsektors und die Stromerzeugung stagniert in Europa. Wie viele neue Kernkraftwerke oder auch Kohlekraftwerke werden notwendig werden, damit ein europäischer Elektrofahrzeugpark betrieben werden kann, wo es da um 280 Millionen Fahrzeuge geht? Wir müssen doch sehen, was der Bedarf ist. Wir müssen für die Zukunft planen. Und deshalb meine ich, dass wir auf jeden Fall den öffentlichen Verkehr stärken müssen. Danke, Abgeordnete Mesur. Das Wort bekommt Abgeordneter Uhrig, bitte. Sehr geehrter Herr Kommissar, ich möchte Sie fragen, ob ein Fachmann diese Legislative gesehen hat oder wurde sie von irgendwelchen Beamten geschrieben, denn die physikalischen Möglichkeiten werden hier überhaupt nicht in Betracht
gezogen. Die 8% der Emissionen kommen aus dem Straßenverkehr, aber nur ein Teil davon ist die Automobilindustrie weltweit. Das heißt, dass die Emissionen weltweit zu senken sind, nicht nur durch Europa alleine. Sie sagen 2035 die Verbrennungsmotoren verbannt werden, dass die Menschen nur Elektroautos kaufen sollen. Aber ich frage mich, wo sollen sie das herbekommen? Wie viel werden die Elektromotoren kosten? Wie viel wird die Elektrizität kosten? Das sind meine Fragen. Ja, wir sind von dem Einfuhr von Kraftstoffen an die Einfuhr angewiesen. Aber wie sieht es mit anderen Rohstoffen an, Lithium zum Beispiel? Werden wir die Rohstoffe einkaufen oder dann Fertigprodukte aus China? Ja, die Elektromobilität ist schön, aber das alles muss natürlich erfolgen und es muss auch Sinn machen, auch wirtschaftlich. Danke. Danke, Kollege Uhrig. Das Wort bekommt Barbara Thaler. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich muss wirklich sagen, es war schon mal einfacher, hier zu stehen und zu einem Thema zu sprechen, denn ich glaube, wir stehen heute wirklich vor einer historischen Fehlentscheidung. Wir verbieten heute den Verbrennermotor. Das war falsch, das ist falsch und das bleibt falsch. Wir begeben uns nur in eine neue Abhängigkeit von China für seltene Erden und Metalle für Autobatterien, für die wir keine einzige Alternative übrig lassen. Wir verzichten auf Green Jobs in Europa, wir verzichten auf Wertschöpfung und wir schwächen unsere Stellung als Industriekontinent. Und das alles ohne unserem globalen Ziel, dem Klimaschutz global gesehen, auch nur einen kleinen Schritt näher zu kommen. Bitte nicht falsch verstehen, die Notwendigkeit, Klimaschutz aktiv zu betreiben, ist in keinster Weise in Frage gestellt. Aber eine gute Lösung ist selten schwarz oder weiß. Und Technologieneutralität ist die einzige Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, Klimaschutz zu betreiben und Europa wettbewerbsfähig zu halten. Und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass ein Auto mit einem Motor aus Steyr, betrieben mit E-Fuels aus Dänemark oder Biokraftstoffen aus Österreich, dem Klima mehr hilft als ein E-Auto aus China oder Amerika, betrieben mit Kohlestrom. Ich werde deshalb mit voller Überzeugung gegen dieses Verbot stimmen. Vielen Dank. Soweit Barbara Thaler. Und wir haben natürlich weiter ein Auge auch nach Brüssel, wo gerade der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin eingetroffen ist und in Kürze auch sprechen wird. Es ist gut für das Klima, diese Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wirklich eine Entscheidung, die notwendig ist, wenn wir das Klimaabkommen und unsere Ziele erreichen wollen. Die EVP ist jedoch dagegen, denn sie befürchten, dass wir Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verlieren. Aber ich meine, dass gerade wenn wir diese Maßnahmen nicht akzeptieren, dann werden wir Arbeitsplätze verlieren. Denn der grüne Wandel ist gut für das Klima, für sichere Arbeitsplätze. Der Fortschritt, das ist in der grünen Wende. Es hat ja keinen Sinn, auf die verschmutzende Verbrennermotorindustrie sich daran zu klammern. Jetzt fängt ein neuer Wettbewerb an, nämlich diejenigen, die die besten Null-Emissionen-Autos produzieren können. So können wir etwas für unsere Arbeitsplätze machen, viele grüne Arbeitsplätze, aber auch für das Klima. Wir brauchen diese Gesetzgebung für das Klima, aber auch, um in Zukunft sichere Arbeitsplätze zu haben. Danke. Danke, Abgeordnete Schaldemose. Susana Solis Perez, bitte. Die Abstimmung in Straßburg wird gegen 12 Uhr erwartet zu diesem Verbrenner aus. Vorschläge der letzten Zeit, also Verbot der Verbrenner ab 2025, mit allem, was das bedeutet für die Städte, aber auch für die Industrie. Eine Industrie, die strategischer Bedeutung ist, da geht es ja nicht nur um die großen Unternehmen, sondern auch um viele kleine Produzenten. Und jetzt gehen wir aus Straßburg nach Brüssel zum US-Verteidigungsminister Austin, der sich äußert vor dem Treffen der NATO-Kontaktgruppe.